Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute nur ein Thema. Und das sind die Ereignisse in Japan, diese unvorstellbare Katastrophe, die dort, wir sehen es ja nur von den Fernsehschirmen, vonstatten geht. Wir sind der Auffassung, dass die Ereignisse in Japan eine Zäsur darstellen, nicht nur für Japan, sondern für die gesamte Welt. Japan steht vor einer humanitären und ökonomischen Katastrophe. Sie steht auch vor einer ökologischen Katastrophe, die nach dem Zweiten Weltkrieg absolut einmalig ist. Deren Folgen müssen bewältigt werden. Niemand weiß heute, welche Folgen es sind und welche Konsequenzen diese Katastrophe für die Menschen insgesamt, besonders natürlich in Japan, haben wird. Wir müssen die internationale Koordination der Hilfe ergebnisoffen führen, weil wir noch nicht wissen, was alles notwendig sein wird. Und wir fordern tatsächlich eine große, außerordentliche Kraftanstrengung der internationalen Gemeinschaft. Anders wird diese Krise nicht zu bewältigen sein. Nach dieser Katastrophe ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wir müssen die Atomkraft weltweit neu bewerten. Nicht nur in der Bundesrepublik, nicht nur in Japan, weltweit. Atomkraftwerke sind tickende Zeitbomben. Wir fordern, dass die Bundesregierung ihre Möglichkeiten wahrnimmt, dazu beizutragen, dass es weltweit zu einer Abkehr von der Atomenergie kommt. Wir können uns gar nicht ausmalen, was wäre, wenn diese Katastrophe nicht in Japan, sondern zum Beispiel in einem Schwellenland passiert wäre. In Japan geht man ja davon aus, dass die aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten und aufgrund des hohen Stands der Zivilisation Möglichkeiten haben, mit so einer Krise umzugehen. Was wäre eigentlich, wenn das ganz woanders passiert wäre? An dem Beispiel wird deutlich, was eigentlich hier passiert. Die Reaktionen der Bundesregierung sind chaotisch und für die Bürgerinnen und Bürger aus meiner Sicht nicht verständlich. Frau Merkels gestriger Fernsehauftritt war bizarr. Sie hat gesagt, ich zitiere, ich finde, man darf die Ängste der Menschen nicht animieren. Zitat Ende. Was für ein Unsinn. Diese Aussage erinnert an frühere Aussagen des Politbüros der DDR. Sie ist nicht bereit, die Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Man braucht die Ängste der Bürger nicht mehr zu animieren. Wenn Hunderttausende in Japan um ihre Atomkraftwerke herum flüchten, wenn bei uns in der Bundesrepublik die Bürger protestieren und sich Sorgen machen um die Zukunft, weil sie selbst in der Nähe eines Atomkraftwerks leben, dann brauche ich mich nicht mehr um die Frage kümmern, müssen wir irgendwas animieren, sondern müssen wir Konsequenzen ziehen aus so einer Situation. Es geht nicht um Parteiengezänk, sondern darum, dass mit der Situation in Japan eine völlig neue Lage entstanden ist und das hat die Kanzlerin offensichtlich noch nicht begriffen, wenn ich lese, dass sie nach wie vor an der Kernenergie festhalten will. Es geht auch nicht um eine abstrakte Neubewertung dieser Technologie. Die Menschen haben die Bewertung dieser Technologie längst vorgenommen. In Japan, weil sie weglaufen und in Deutschland durch ihre Demonstrationen und durch ihre Ängste, die sie haben. Es geht nur noch um eine Frage, nicht um eine Debatte. Es geht um die Frage, sofortiger Ausstieg aus der Kernenergie. Und zwar in der Bundesrepublik und ausgehend von unseren Initiativen auch weltweit. Merkel missachtet die Gorbatschow-Regel. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Meistens vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger eines Landes. Die Atomtechnologie ist keine Brückentechnologie, sondern sie ist eine direkte Brücke in den Abgrund. Und wir wollen, dass auch die Regierung erkennt, dass das Risiko, das mit dieser Technologie verbunden ist, für die Menschen nicht akzeptabel ist. Und deshalb bleiben wir dabei. Wir wollen den sofortigen Ausstieg aus dieser Technologie. Und ein Wort noch zu dem, was Rot-Grün während ihrer Regierungszeit dort verhandelt haben und zu dem sogenannten Atomkompromiss, der damals erzielt wurde. Es ist schon bemerkenswert, wie leicht man aus so einem Kompromiss fliehen kann. Und ich frage mich, wie ist da eigentlich verhandelt worden? Der rot-grüne Atomkompromiss war offensichtlich Mist. Denn wenn er vernünftig gewesen wäre, wäre es nicht möglich, dass sich die deutsche Atomindustrie so locker und einfach aus so einem Kompromiss wieder rausmogeln kann. Insofern braucht Rot-Grün auf das, was sie verhandelt haben, damals nicht stolz sein. Im Gegenteil,
Sie haben offensichtlich nicht die Vorsorge getroffen, dass so ein Kompromiss, so ein Vertrag auch hält, wenn man selber nicht mehr regiert. Das ist sehr bedauerlich. Wir haben die Situation, dass 17 Atomkraftwerke nach wie vor am Netz sind. Die ältesten, Neckar-Westheim 1, Biblis A und Biblis B, Brunsbüttel. Keines davon wäre abgeschaltet worden, selbst wenn der Atomkompromiss eingehalten worden wäre. Alle wären jetzt noch am Netz. Daran sieht man, dass der Vertrag so optimal offensichtlich nicht ist. Deshalb kann es aus unserer Sicht auch nicht einfach ein Zurück zu dem normalen Atomkompromiss geben, sondern wir brauchen jetzt tatsächlich wasserdichte Lösungen. Die Technologie ist nicht beherrschbar. Wir wollen den schnellstmöglichen Ausstieg erzwingen. Dazu gibt es mehrere Wege. Der erste Weg, den wir vorschlagen, der Deutsche Bundestag beschließt, den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kernenergie bei uns in der Bundesrepublik einzuleiten. Ganz klar unsere Position. Ein Beschluss des Bundestags, nicht eine weitere Verhandlung mit der Atomindustrie, sondern ein Beschluss des Bundestags, raus aus der Kernenergie. Zweitens, wenn der Bundestag das nicht beschließen wird, dann möchten wir, dass in den Bundesländern, in denen Atomkraftwerke stehen, sind 5, allen voran Bayern und Baden-Württemberg, Volksabstimmungen stattfinden über die weitere Verwendung der Kernenergie. Wir möchten, dass die Bürger selber entscheiden dürfen, ob sie mit Atomkraft leben wollen oder nicht. Und wir wollen damit anfangen. In Bayern und Baden-Württemberg sollen die Bürger zuerst selbst bestimmen, ob sie weiter Atomkraftwerke wollen oder nicht. Und wir wollen diese Abstimmungen weiter in all den Bundesländern durchführen, in denen Atomkraftwerk weiter betrieben wird. Warum? Auf Bundesebene wäre es leicht, aber auf Bundesebene sieht unsere Verfassung keine Volksentscheidungen vor, aber auf Landesebene. Und deshalb wollen wir, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes in den Ländern, wo die Atomkraftwerk betrieben wird, selbst entscheiden können, ob sie sich dieser Gefahr aussetzen wollen oder nicht. Und dass sie nicht darauf angewiesen sind, was Frau Merkel oder Herr Westerwelle in dieser Frage festlegt. Ungeheuerlich, wie über die Interessen der Bürger hinweg bei uns in dieser Frage Politik betrieben wird. Und drittens, wir schlagen vor, dass wir in unsere Verfassung aufnehmen, dass wir in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland aufnehmen, dass wir auf die Anwendung der Kernenergie als Energieträger verzichten und dass wir auch darauf verzichten, Atomkraftwerke zu exportieren. Wir wollen, dass wir uns insgesamt in dieser Welt von dieser Atomenergie abwenden. Ein weiterer Aspekt, den ich zumindest ansprechen möchte, die dramatischen wirtschaftlichen Folgen, die wir jetzt erleben werden, reichen weit über Japan hinaus. Wir brauchen einen globalen Marshallplan zu einer weltweiten anderen Energiepolitik, zu einer weltweiten Energiewende. Das ist nicht nur die Frage eines Landes selbstverständlich, das ist die Frage der Welt. Wir müssen uns insgesamt dazu entscheiden, die Atomenergie nicht mehr anzuwenden. Und das bedeutet, dass wir uns schnellstmöglich auf andere Energieträger konzentrieren müssen. Dazu brauchen wir die koordinierte Anstrengung der Notenbanken zur Bereitstellung von Mitteln für einen entsprechenden Umstieg auf erneuerbare Energien. Und wir brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen ein Wechselkursmoratorium. Es darf jetzt nicht sein, dass aufgrund der Vorgänge in Japan weiter mit Währungen spekuliert wird und dass über Abwertungen, über unkontrollierte Abwertungen eine Währungsspekulation weiter erfolgt. Und deshalb schlage ich vor, dass wir uns darum bemühen, als Bundesrepublik Deutschland, dass wir ein Moratorium für die Wechselkurse erreichen, dass für einen bestimmten Zeitraum, wenigstens für einen bestimmten Zeitraum, das Spekulieren mit Währungen zulasten der Menschen verboten wird. Das ist unser Vorschlag und ich denke, dass wir mit diesem Vorschlag einen Beitrag dazu leisten könnten, dass wir ein wenig wirklich im Interesse der Mehrheit der Bürger unseres Landes Politik gestalten. Zum Schluss, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn die Bundesregierung nicht erkennt, dass es nun nicht mehr Zeit zum Reden, sondern Zeit zum Handeln ist, dann wird sie ihrer Aufgabe nicht gerecht. Und deshalb sagen wir, die Interessen der Mehrheit müssen sich durchsetzen in einer Gesellschaft. Dann haben wir demokratische Verhältnisse. Wenn es weiter dabei bleibt, dass die Atomindustrie bestimmt, ob Atom als Energieträger angewendet wird oder nicht, gegen die Interessen der Mehrheit der Bürger, dann müssen wir die Frage stellen, ist es eigentlich hier noch eine Demokratie, in der wir leben? Herzlichen Dank.